Herzlich willkommen zu Plenty Markets News im März 2023. Vor ungefähr einem Monat haben wir euch ja alle in der Plenty Markets Keynote abgeholt und euch mitgeteilt, an welchen Themen wir jetzt und in den nächsten Monaten arbeiten und welche Neuerungen euch erwarten. Heute steigen wir da ein und geben euch einen Status, und zwar zu unter anderem der neuen Item UI, Order UI. Was geht eigentlich bei Plenty Warehouse? Was ist eigentlich Neues passiert im Bereich Plenty Shop und einiges mehr? Nach dem Intro geht's los. So, jetzt starten wir los und wir starten mit der Order UI. Aye, was gibt's denn dazu zu sagen? Ja, vielen Dank, Jan. Bei der Order UI oder aus dem Bereich OMS im Fokus heute die Order UI, geht es mit der Entwicklung der Compact View voran. Das ist die Wasserstandsmeldung, was super spannend ist. Also wir sind da tatsächlich im Moment ein bisschen schneller als ursprünglich gedacht. Das heißt, erste Aussichten werden wir schon in Kürze zeigen können. Wir vermuten, dass das schon in der nächsten Public Review sein wird. Weitere Infos gibt es dazu aber im Forum. Und auch die Themen, die wir vom Feedback aus dem Forum bekommen haben, das heißt Aktionsmanager und Ereignisaktion, da noch Anpassungen zu machen, damit Markierungen abgelöst werden können mittelfristig und die Tags eine ähnliche Funktion bekommen. Auch das Thema geht gut voran. Von daher, das heißt, diese beiden wichtigen Themen, die für die Abschaltung der alten UI notwendig sind, wobei das natürlich nicht sofort passiert, sobald das veröffentlicht ist, das ist ganz klar. Aber diese Themen sind da, das heißt, da wird genug Zeit sein für alle, auch noch zu testen und umzusteigen und die neue UI dann quasi auszuprobieren, bis dann wirklich darum geht, das alte abzuschalten. Und das ist eigentlich ja aus unserem Bereich das Wichtigste. Wunderbar, vielen Dank, Arjen. Das heißt, wenn wir uns wiedersehen in einem Monat zur nächsten Plenty Markets News, haben wir hoffentlich eine super Compact View, also die Ansicht, die der alten Ansicht ähnelt, nur einfach besser ist. Und dann kann man sich auch wirklich mit der neuen UI beschäftigen und sich an diese gewöhnen und sich über die neue UI freuen. Und das ist ein guter Übergang zur Item UI. Gleiches Thema, neue UI für einen ganz wichtigen Bereich in Plenty Markets. Thorsten, deine Area verantwortet das. Wie geht's der Item UI? Auch denen geht's ganz gut. Also wir haben tatsächlich auch ein paar Sachen drin, über die man sich freuen kann. Und zwar jetzt ganz aktuell, das geht in den nächsten Tagen auf die Straße, haben wir uns Gedanken gemacht über eine konfigurierbare Toolbar. Also ne, also über die Leiste oben, wo sonst der Speichern-Button untergebracht ist. Und wir wollten da einfach auch ein bisschen mehr Flexibilität haben, so wie wir das in den Views ja schon haben. Und deswegen haben wir jetzt mal ein kleines Experiment gewagt und haben das auch konfigurierbar gemacht über die MyView, sodass man noch andere Elemente unterbringen kann, wie zum Beispiel, was weiß ich, der Etikettendruck oder die Varianten und Artikel-IDs, die dann auch noch eine Zusatzfunktion haben. Wenn man draufklickt, dann gehen die gleich in die Zwischenablage. So kleine nützliche Sachen für den Alltag. Und das wird in den nächsten Tagen released. Wo wir auch dran sind, mitten in der Entwicklung allerdings noch, das ist ja das Inline-Table-Editing, also wo es darum geht, dass man in der Variantenübersicht direkt in der Liste schon bestimmte Daten editieren kann, ohne jetzt die Detailansicht zu öffnen. Und da sind wir jetzt sehr erfolgreich in eine Testphase tatsächlich gelaufen, zusammen mit den, ja, mit euch Händlern im Prinzip. Denn wir haben viele Probanden rekrutieren können, die für uns jetzt zwei unterschiedliche Layout-Varianten getestet haben. Das werten wir gerade aus und werden dann die Implementierung fortsetzen. Aber auch alles sehr erfreulich. Im Bereich CRM, wenn ich da vielleicht gleich anschließen kann, da ist es so, dass wir uns jetzt die Websockets zu eigen gemacht haben. Das bedeutet ganz konkret, also für die Begrifflichkeit nicht kennen, es geht darum, dass Elemente und Bereiche im Browser sich updaten, ohne dass wirklich im Browser aktualisiert werden muss, dass man neu laden muss. Da haben wir jetzt ganz konkret eingebracht, dass beim Postfach die Anzahl der neuen Nachrichten im Prinzip sich selbstständig aktualisiert, oder dass man auch sieht, wenn man sich in einer Nachricht befindet, dass vielleicht ein Kollege gerade schreibt, bekommt man das angezeigt. Auch total hilfreich. Ist ein erster Schritt, kann man noch weiter treiben, ist aber jetzt schon sehr nützlich, wie ich finde. Ferner haben wir auch im Bereich Messenger bei der Strukturierung jetzt noch ein bisschen geholfen, denn jetzt ist es wirklich möglich, wie wir das angekündigt haben, dass man eigene Ordner anlegen kann, eigene Typen, eigene Status und kann sich so die ganze Korrespondenz noch ein bisschen strukturieren. Würde ich auch gleich weitermachen mit Plenty Warehouse, denn da gibt es auch Updates, und zwar geht es jetzt erstmal um den Wareneingang. Da haben wir jetzt noch neue Optionen geschaffen,
die mit denen man das so ein bisschen regeln kann, die Zuweisung zum Lagerort, zum Wareneingangslagerort, weil da die Bedürfnisse von den Händlern teilweise ein bisschen auseinandergehen, das haben wir gelernt. Und jetzt gibt's noch die Möglichkeit, dass man per Default einen Lagerort als Prefill auswählen kann, wenn es immer derselbe sein soll und man will sich damit gar nicht mehr beschäftigen beim Ware einbuchen, kann man den vorauswählen oder halt, wenn man das ganz anders macht, wenn man direkt an die entsprechenden Lagerorte buchen will, wo die Sachen auch hinkommen, dann hat man jetzt die Option, dass man sagen kann, man möchte immer gleich den Dialog haben, sobald eine Position hinzugefügt wird. Also auch für diesen Workflow im Prinzip noch Optimierung. Und ich habe die Ankündigung mit der nächsten Version, das dürfte die 1.07 sein, die jetzt demnächst kommt. Da haben wir jetzt auch tatsächlich die angekündigte Bestandskorrektur drin. Die befindet sich in der Artikel-Detailansicht und freuen wir uns auch, dass wir das endlich anbieten können. Das war mein Update. Mit diesem Paket Erneuerungen, jetzt muss ich trotzdem noch einmal zurückspringen, Thorsten, weil das Thema Websockets ja in der offiziellen Kommunikation jetzt erst reingekommen ist. Ihr werdet das aber auch noch in diesem OP weitertreiben, in den Artikel hinein, oder ist das jetzt erstmal nur für den Bereich CRM? Also wir haben es jetzt erstmal im Bereich CRM. Wir haben natürlich auch entsprechende Sachen im Backlog, aber ich kann da nicht versprechen, dass wir das in diesem aktuellen OP, dass wir da noch Sachen von umsetzen tatsächlich. Aber geplant ist es natürlich. Da müssen wir so ein bisschen gucken, wie sich das entwickelt mit den anderen Projekten. Ja, vielleicht nochmal so grundsätzlich, die Vision ist, dass man mindestens sieht, wenn sich jemand in der gleichen Entität, also in dem geöffneten Artikel oder geöffneten Auftrag befindet. Nächster Schritt ist natürlich auch bei allen wichtigen Entitäten über Speicherbarkeit zu verhindern. Das ist dann aber Schritt 2 und jetzt haben wir das aber auf der Agenda überall. Also schauen wir mal, wie die einzelnen Areas sich da schlagen und wann wir das haben. So, danke Thorsten. Jetzt gehen wir weiter. Es geht Richtung Shop Booster. Da ist heute nicht Lisa als APM da, sondern da haben wir heute den Steve an Bord als Area Engineering Manager und was ja auch ein technisches Thema passt ganz gut. Steve, Thema Ausrollung Shop Booster. Was kannst du uns berichten? Ja, danke an die Überleitung. Zum Thema Shop Booster können wir berichten, dass wir Anfang März angefangen haben, den Shop Booster für alle Systeme zu aktivieren. Das machen wir stückweise und jetzt quasi ist er dann dauerhaft aktiviert und kostenlos für alle Kunden und somit profitieren alle Kunden von schnelleren Auslieferungszeiten. Wunderbar. Hoffentlich klappt auch der Rollout für alle. Ist ja ein sehr komplexes Thema. Drückt euch auf jeden Fall die Daumen. Sagst du uns auch was zum Thema Hackathon am 4.4., Steve? Genau, ich habe eine Ankündigung dabei, das ist der Hackathon zum Thema Plenty Shop PWA. Der startet am 4.4. Es wird ein hybrides Event werden, das heißt, wir haben einen Remote-Anteil, aber auch wir bieten ihn auch vor Ort in Kassel in unserem neuen Headquarter an. Ziel des Hackathons ist es, euch das Projekt vorzustellen, mit euch ein paar Beispielaufgaben anzugucken, gucken, wie eure ersten Entwicklererfahrungen sind und den Entwicklungsprozess dann weiter zu verbessern, um möglichst ein effektives Programmieren für euch zu ermöglichen. Das bedeutet auch, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer exklusiven Zugang zu unserem Plenty Shop bekommen ab diesem Zeitpunkt. Wunderbar, danke dir. Und über den Link, der eingebunden ist, habt ihr auch die Möglichkeit, euch anzumelden. Wenn ihr es noch nicht getan habt und Interesse habt, macht das bitte. Wenn ihr vor Ort seid, ist es übrigens in unserem neuen Standort, das heißt in unseren neuen Räumlichkeiten hier in Kassel. Und aber wie Steve schon sagt, es ist hybrid, es ist auch digital möglich, wird super spannend für uns. Und somit ist auch der exklusive Zugang nicht nur zu Content, sondern auch zu unseren neuen Räumlichkeiten gegeben. Sehr schön. So, jetzt haben wir den letzten in der Runde. Und zwar der Daniel war noch nicht dran. Daniel, Thema Plenty Channel, Thema Umstellung auf Katalog. Was gibt's Neues? Ja, genau. Danke erstmal, Jan. Wir haben in den letzten Wochen die Preisportale umgestellt. Das soll bedeuten, wir haben sowohl für Kupona als auch für Shopzilla als auch für Idealo ein Katalogformat bereitgestellt. Somit funktionieren die Preisportale, also ausgenommen Google Shopping, das wird aber auch noch bis Ende Mai fertig. Somit funktionieren die Preisportale ähnlich wie ein Großteil der Marktplätze, also über den Katalog und können nun einheitlich bedient werden. Also das bedeutet, wenn man mit dem Katalog bereits gearbeitet hat, sind Preisportale auch relativ einfach zu bestücken. Zusätzlich wird in Zukunft der Einrichtungsaufwand noch ein bisschen geringer werden, sobald das Master-Template bei uns fertig ist. Das wird aber auch noch bis ungefähr Ende Mai dauern.
Was man noch erwähnen muss, in den neuen Katalogen werden die Eigenschaften verwendet. Das heißt, Merkmal- oder Freitextfelder können hier nicht mehr unterstützt werden. Also wir empfehlen euch dementsprechend so schnell wie möglich auf die neuen Katalogformate zu setzen. An den bisherigen Exporten planen wir aktuell keine Erweiterungen. Ah, vielleicht dazu kurz. Ihr werdet ja noch einen neuen Plan erarbeiten, um die zukünftige Migration zu vereinfachen. Kann man dazu im nächsten Plenty Markets News etwas zu erwarten oder braucht es länger? Wir werden uns dann nochmal zusammensetzen. Also wir werden die Migration nicht alleine machen. Das heißt, wir werden die wahrscheinlich mit dem Team von Thorsten beziehungsweise mit dem Team Altim letztendlich durchführen. Wir tauschen uns dann noch aus und sobald es da Neuigkeiten gibt, werden wir diese definitiv mitteilen. Sehr gut. Gut, ich habe aber noch ein zweites Thema. Und zwar das zweite Thema ist die Migration von dem bisherigen Shopify-Plugin, was wir haben, auf das Shopify-Modul oder ja, viele sagen auch Shopify-App. Da sind wir jetzt soweit, dass wir quasi einen begleitenden oder einen betreuten Umzug machen für die ersten Freiwilligen. Also wer daran Interesse hat, gerne melden. Der Link dazu, der ist auch im Forum, beziehungsweise wir blenden ihn bestimmt auch hier im Video ein. Die Vorteile von dem neuen Shopify-Modul sind, ihr müsst keine manuellen Updates mehr machen, nicht wie bei den Plugins. Natürlich versuchen wir, schnellere und häufigere Weiterentwicklungen anzubieten, da unser Modul halt auf ganz anderen Technologien basiert. Und wir können für das Modul weitere Funktionalitäten anbieten, die es im Plugin nicht gibt. Das ist zum Beispiel der Grundpreisexport. Vielleicht erwähnen wir auch noch zusätzlich, dass bei dem Plugin momentan keine Weiterentwicklung mehr stattfindet. Wir wollen unsere Zeit primär in das Shopify-Modul stecken. Wunderbar, vielen Dank, Daniel. Damit sind wir jetzt einmal durchgerusht und haben überall einen Überblick, was gerade ganz oben auf der Agenda steht. Da sind natürlich noch ganz viele andere Themen. Wenn ihr irgendwas im Forum meldet, wenn ihr ein Problem gefunden habt, wird natürlich auch daran gearbeitet. In den Plenty News bringen wir immer so die Spitze des Eisbergs, das Allerwichtigste quasi aus unserer Sicht. Und das werden wir jetzt auch dieses Jahr weiterführen. Das heißt, wir sehen uns an dieser Stelle super gerne in einem Monat wieder, wo ihr dann auch wieder ein Update bekommt, der Neuerungen im Bereich Entwicklung von Plenty Markets. Der aktuelle Operating Plan 2 läuft ja noch bis Ende Mai. Das heißt, in dieser Zeit arbeiten wir die Dinge ab, die wir auch im Wesentlichen oder im Großteil davon auch vorgestellt haben im Bereich Plenty Keynote. Und dann wird es dann ab Juni wieder super interessant, wo wir dann eben vorstellen, auch die ersten Aussichten geben, was wir dann im nächsten OP für euch vorhaben und werden euch da natürlich auch wieder mit auf die Reise nehmen. Bis dahin, alles Gute, gute Geschäfte natürlich und super, dass ihr an Bord seid bei Plenty. Bis bald.